Jetzt sind wir wirklich angekommen hier. Ja, wir hatten neulich einen, wie ich Geburtstag gehabt habe, haben wir ein paar Leute dasselbe geschrieben, und zwar alt ist man erst dann, wenn einem der Bürgermeister zum Geburtstag gratuliert. Dankeschön. Dann habe ich zurückgeschrieben, habe ich geschrieben, dann hoffe ich, dass mir die Gefahr so lange noch nicht droht. Nicht wegen einem Alter, sondern weil ich mir selber nicht gratuliert. Aber es ist passiert, ist ja. Es ist passiert. Sie haben mir auch geschrieben, ja, ja. Dann nehme ich das sofort zurück. Aber nicht das Ende. Mag Sie ganz herzlich begrüßen. Verkehrsfreigabe von dem ersten Teil des Wegenetzes da hier in der Wolfgangssiedlung in dem Grünbereich. Sie sehen ja, frisch angelegt, wie sagt man, wassergebundene Decke, also sickerfähig, aber trotzdem stabil. Sie sehen es ja, glaube ich, ist ökologisch ganz sinnvoll. Die Grünflächen, die Aussaat ist schon getan, aber ist, glaube ich, eine Zwischenaussaat noch, haben Sie gesagt? Nein. Ach so, ist schon die Endbildung. Ach so, wird aber sind vorbereitet für die Aussaat. Und für die Maßnahme mit der Beleuchtung haben wir ca. 150.000 Euro ausgegeben. Das ist ja im Haushaltsausschuss entsprechend beschlossen worden. Und Sie sehen, am westlichen Ende endet das Wegenetz im Moment. Das soll natürlich dann perspektivisch durch den ganzen Grünstreifen fortgeführt werden. Geht im Moment noch nicht, weil uns noch nicht alle dazugehörigen Grundstücke gehören, aber daran arbeiten wir und wir sind da zuversichtlich. Ich glaube, schön, dass wir es von den Nachbarn gerade gehört haben, die sehr zufrieden sind. Das hört man auch gern. Aber auch die Spaziergänger, die wir jetzt schon gesehen haben, nehmen das sehr gerne an. Ich glaube, das ist für Spaziergänger, aber natürlich auch für Radfahrer, denke ich, ist es eine erhebliche Verbesserung und trägt zur Aufenthaltsqualität im Umfeld mit Sicherheit ein erhebliches Maß bei. Und ich bedanke mich natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, bei der ausführenden Firma Zugschwert. Hat es gemacht, eine Tiefbaufirma, die ich auch schon sehr, sehr lange kenne, die solche Sachen macht. Genau, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Kommen und fürs Interesse. Vielleicht können Sie ein paar Fakten ergänzen, wenn es noch was zum Sagen gibt. Ja, ich wollte mich auch bedanken beim Herrn Zugschwert, und ich glaube, dass das eine wesentliche Bereicherung ist für die nördliche Wolfgangssiedlung. Das Baugebiet ist ja noch nicht so alt, also das ist jetzt, ich weiß nicht, so 25 Jahre oder 30 Jahre. Also die ersten Bauabschnitte sind sehr alt. Wir haben den Herrn Pflüger da halt von Stadtentwicklung, der hier praktisch mit bei der Ausweisung der Bebauungspläne war. Das war eigentlich eine Reisinger Arbeit, muss ich sagen, Stadtplanungsamt. Und für die Leute hier, die hier doch, ich weiß nicht, wie viel haben wir, 8.000 oder 5.000 oder ich weiß es nicht, ist das ein ganz tolles Erholungsgebiet. Das ist eine grüne Oase sozusagen hier. Das ist eine wesentliche Bereicherung. Das wollte ich eigentlich nur ergänzen. Der Herr was dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Also, für mich schon mal fehlen die Hundekästen, diese Hundeabfallkästen. Mülleimer wären sicher noch. Mülleimer, ganz wichtig, weil da... Gut. Und was auch noch wichtig ist, Abfalleimer in dem Sinne. Es gibt bei uns keine eigenen Hundeabfallkästen, weil Abfalleimer sind genauso geeignet, dass man eine Plastiktüte mit dem Hundekot reinschmeißt. Okay. Denn die anderen Dinger sind erstens extrem teuer und zweitens gibt es da durchaus Probleme hierzulande, dass die Tüten dann immer leer sind, weil es Leute gibt, die bedienen sich dann da wie im Zoofachhandel gerne in größeren, nicht haushaltsüblichen Mengen. Ist aber immer ein Thema bei den Bürgerversammlungen, und wir weisen immer darauf hin, dass es schon erwartet werden kann von Hundebesitzern, dass sie sich ein paar Tüten einstecken. Die gibt es sehr, sehr günstig zu kaufen, und die gibt es sogar im Rathaus 2 umsonst in haushaltsüblichen Mengen, wenn man sich welche holen möchte. Und einmal ist ein nettes Problem. Aber diese Hunde-Dogstations, die gibt es bei uns tatsächlich nur in eigenen Parkanlagen an 2-3 Stellen. Und jemand, der nicht in der Lage ist, das aufzusammeln, mit einer mitgebrachten Tüte oder Mülleimer zu schmeißen, wird auch nicht unbedingt dadurch, dass das einen anderen Namen hat, dazu motiviert. Das vielleicht als Erklärung, aber grundsätzlich gebe ich da recht, sowas sollte natürlich, die Mülleimerdichte sollte ausreichend sein, muss aber auch sagen, zur Ehrenrettung der Stadt Landshut, es gibt kaum vergleichbare Städte mit so einer hohen Mülleimerdichte, was aber gerade im Außenbereich, was aber nicht bedeutet, dass man da nicht mehr machen muss. Das ist gut, immer wieder.
Und ja, und vielleicht ergänzend dazu, die Möblierung ist ja noch generell nicht erfolgt. Also das heißt, wir haben ja keine Bank bisher aufgestellt und der Herr Schrammer vom Stadtgartenamt, der hat noch vor, dass er einen Spielplatz anlegt. Also das heißt, das kommt noch. Das kommt genau, und dann kommen auch die Mülleimer, die in ausreichender Anzahl dazu. Genau. Und die gesamte, Entschuldigung, die gesamte Anlage wird auch mal ein bisschen kontrolliert. Nicht, dass es uns so geht wie in der Insel drinnen, dass da die Herrschaften schnupfen wie sonst was und ähnliche Dinge passieren. Wir haben jetzt hier keine eigene Security vorgesehen. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ja, ist schon gut. Das ist. Aber die Sicherheitswacht wahrscheinlich, oder? Irgendwie städtische. Die städtische Sicherheitswacht ist nicht in solchen Anlagen unterwegs, sondern in der Innenstadt. Die hat nur Altstadt, Neustadt im Auftragsvolumen. Der Sicherheitsdienst von der Stadt braucht. Okay. Alles klar. Aber ich denke, das war vorher schon eine Grünanlage und warum soll sie dadurch, dass es ein paar vernünftige Wege gibt, da jetzt da unbedingt das. Hoffen wir das Beste, mein lieber Alexander, oder? Ja, was ist die Alternative, dass man es kreislich lässt und hofft, dass dann keiner da herkommt? Ich gleich da drüben. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Und dann werde ich dich natürlich einmal, wenn es was gibt, du kannst das beobachten besuchen, und sofort gell? Meldung geben, direkt beim OB deponieren. Ich wünsche Anregungen. Ja, danke. Wird gerne. Okay. Ja, gibt es sonst Fragen? Wie lang bleibt, oder? Das ist das Problem. So genau, das soll so hydraulisch gebunden. Kommt noch ein, etwas dort, haben wir mal gehört, ein Kletterberg oder eine weitere Situation? Kletterberg. Ja, wir haben mal gehört oder auch. Also ein Kletterfelsen steht hier. Gespräch, ja, das ist leider mal sagen, dass sowas reinbringt, das ist Spielaktivität. Sie wollen die Berge doch näher. Ja, ja, genau. Und einen kleinen See noch. Aber also, Norddeutschen, auch noch ganz der. Ja, ja, freilich. Muss ich nur leider sagen, er wird nicht so hoch sein, dass man ihn gesehen hat. Weit See, bis der Nordsee sehen kann. Mit Salzwasser, oder? Ja, natürlich. Salzluft. Ja, Saline, wenn ich so. Nein, aber sonst können wir sagen, also optisch gesehen, für uns, auch für die Anlieger hier, kann man von allen hören, dass das sehr gelungen ist. Und ich denke auch, die andere Seite funktional, das muss ja mal beides passen. Ne? Optisch und funktional, denke ich, ist auch auf den Bürgerversammlungen ja immer wieder diskutiert worden, dass die Leute schon gewarnt haben, weil das ja immer schon versprochen war. Also das war schon. Aber klar, es ist natürlich immer Diskussion über den Einsatz der Haushaltsmittel etc., aber sowas ist natürlich. Was ich vielleicht zur Eingründung noch sagen wollte. Ja, ja, natürlich. Also Eingründung wird auf alle Fälle noch erfolgen, dass gerade zu den Rändern hier zur Bebauung, aber auch teilweise, wo es ein bisschen geht, mit Baumpflanzungen, dass man auch wieder einen Partner reinbringt, in der Struktur. Das ist allerdings nicht überall möglich, weil teilweise natürlich da die Gasleitungen und dergleichen durchgehen. Genau. Kann man natürlich nicht unmittelbar daneben pflanzen. Aber gerade im vorderen Bereich haben wir den Weg auch so gesteilt, dass man da entlang eine kleine Allee aufbauen kann. Aber so ab und zu auch mal so ein Strauchel oder. Ja, jetzt gerade an den Rändern und so weiter wird auf alle Fälle eingekrümmt, damit zwar Transparenz da ist zu den Anliegen, aber trotzdem ein bisschen. Ein bisschen Neugierde praktisch. Muss bleiben. Ja, okay, das machen wir schon. Genau. Damit wir mal sehen, wenn Sie hier lang gehen, Herr Spanner. Ja, aber das hat ja zwei Seiten. Da können ja die Leute, die vorbeigehen, dann bei einer reinschauen. Also, ja gut, dann haben wieder. Wir nichts dabei. Zu verbergen haben wir nichts. Und zur Wieseneinsaat, die wir demnächst dann herstellen wollen. Wir hatten ja bisher, sage ich mal, fette Wiesen, Landwirtschaft genutzt, ja. Teilweise auch gedüngt und so weiter. Von dem wollen wir ja allgemein ja wegkommen. Mehr Magerrasen, mehr Blumenwiesen, also das würde also auch mit Blumenwiesen, Wildbienen und so weiter freundlich. Achso, zwei Bienenstöcke kriegen wir dann auch noch geliefert. Die Bienenstöcke, ja, die können Sie dann auch noch unterbringen, genau. Die dürfen Sie selber. Das denke ich, ist für die Presse auch eine Erwähnung wert. Also Ansaat, nicht mehr Wiesen, die gedüngt werden und fett sind, sondern eher Richtung Magerrasen, Blühwiesen für die Biodiversität. Gell? Richtig, ganz gut. Sehr gut. Gut, prima. Dann
Ah, sehr cool. Ja, ja, die hat ja jetzt die Abi fertig und die werden jetzt im Herbst dann studieren und jetzt im August arbeiten. Weiß ich schon, wo der Studienplatz ist. Also noch nicht 100%, ob sie möchten. Jetzt mal drüber Studienschaft von der Hauptstraße. Wirtschaftsbehörde 13. Ja, nein. Sie wissen, alles Gute. Und nochmal.